Guten Morgen, Freunde. Ich melde mich heute aus dem Karnak-Tempel. Wir haben den 27. August. Es ist 8 Uhr morgens und wir haben bereits 33 Grad im Schatten. Das ist natürlich eine ganz gewaltige Hitze, die zurzeit hier in Ägypten ist, aber nicht nur in Ägypten, sondern auch zurzeit in Deutschland. Und ich melde mich heute besonders mit einer Wasserflasche wieder, weil immer mehr bei diesen Temperaturen den Menschen klar wird, dass es wichtiger ist, klares, sauberes Wasser zu besitzen als Erdöl. Und wir hoffen, dass es in 10 Jahren nicht zu einer Katastrophe führen wird. Ich werde heute durch den Karnak-Tempel gehen, schauen, was es Neues gibt. Und dann mache ich wieder ein Video draus und werde das auf YouTube hochladen. Und ich denke, es wird ein interessantes Video werden. Also, schauen wir uns den Karnak-Tempel an. Dass heute nur ein paar versprengte Touristen im Karnak-Tempel sind, liegt nicht nur daran, dass wenig Touristen zurzeit nach Ägypten kommen, sondern es ist auch der Hitze geschuldet und nur die ganz Mutigen versuchen, das Beste draus zu machen. Und im Moment schwitzt man bereits vom Laufen oder vom Nichtstun. Nachdem ich den Checkpoint passiert hatte und mich kurz vor dem Übergang zum Karnak-Tempel befand, sah ich auf der rechten Seite eine seltsame Konstruktion. Die werde ich noch im Karnak-Tempel näher kennenlernen. Nachdem ich das Bubastis-Tor durchschritten habe, sehe ich die zweite dieser seltsamen Konstruktionen und bin über den Kiosk überrascht. Also diese Kioske sind neu und ich finde die eigentlich ganz toll, denn normalerweise sind im gesamten Karnak-Tempel keine Sitzgelegenheiten. Es gibt ein paar Bänke am Eingang beim ersten Pylon und ein paar Bänke beim Eingang zum zweiten Pylon und dann ist aber auch schon ziemlich Schluss. Und wenn sich die Leute auf die Sockel von den Säulen im Hypostyle setzen wollen, gibt es immer Ärger mit den Wächtern. Die kommen und sagen, nein, das darfst du nicht, das ist Kulturgut und da darfst du hier nicht sitzen. Aber hier, das hat man wirklich toll geregelt, es ist auch überdacht, man sitzt im Schatten. Und gerade bei der Hitze, die heute so erbarmungslos ist, ist es ganz gut, mal für ein paar Minuten sich in den Schatten zu setzen. Also ich finde die Idee toll. Mal sehen, wie viel es insgesamt gibt. Also in diesem Areal hat sich auch ein bisschen was verändert. Denn im Vergleich zum März, als ich hier war, März, April, da sah das hier noch ein bisschen anders aus. Aber hier sind schon einige Steine dazugekommen. Die Mauer wird also verstärkt. Und da lässt sich für die nächste Zeit sicher was erhoffen. Eines der vielen großen oder kleinen Rätsel im Karnak-Tempel besteht darin, wieso hat Hatschepsut, die zuerst ihren Pylon errichtet hat, den weiter südlich gebaut, weil es eine Regel gibt, dass von innen nach außen gebaut wird. Und viel später hat dann Thutmosis III. Seinen Pylon dazwischen erbaut. Also sprich zwischen die alte Tempelanlage und den Pylon der Hatschepsut. Tja, und hier gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, denn die Wissenschaftler behaupten, hier hat mal früher ein Gebäude gestanden und weil hier ein Gebäude gestanden hat, konnte Hatschepsut hier nicht ihren Pylon erbauen. Auch hier wurde in der Zwischenzeit einiges geschaffen. Es gibt eine wunderbare Bepflasterung und die führt durch den früher gesperrten Pylon der Hatschepsut nun durch in Richtung 9. Pylon. Der tiefere Sinn dieser Veränderungen, das heißt also der Pflasterung hier im Tempel, lässt sich dadurch eindeutig klären, wenn man sich mal anschaut, wohin dieser Weg geht. Was früher mit Schutt und Geröll beladen war, ist jetzt mit Platten verlegt und es wird später die Fortsetzung zur Sphinxallee zum Luxor-Tempel.
Die Rekonstruktionsarbeiten, die sich hier im Tempel vollziehen, sind sicher relativ sinnvoll. Und ich weiß, es würde selten jemand über eine alte historische Pflasterung gehen, weil man sich da vielleicht könnte eher die Füße brechen, als dass man an sein Ziel kommt. Bedauerlicherweise ist aber, dass hier drinnen sowieso keine historische Pflasterung vorhanden war. Aber auf der alten Zwingsallee wird diese nun auch mit diesen Platten, die hier verlegt wurden, überdeckt. Und wenn ich jetzt hier im 9. Pylon stehe und schaue in Richtung zum 10. Pylon, dann ergibt sich natürlich für mich die Frage, warum man diesen Weg nicht hat begradigt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig im Moment. Auf jeden Fall sieht man im Hintergrund die Fortführung in Richtung Mut-Tempel und dann weiter zur Sphinxallee. Man sieht es jetzt also ganz genau. Die Rekonstruktion hat wirklich der vorhandenen Achse von Tempel zu Tempel gefolgt. Und aus dem Knick kann man erkennen, dass also die Pharaonen auch nicht alles in eine Richtung bauten, sondern dass es verschiedene Knicke gab, als wenn jeder wollte seine eigene Marke setzen. Leider ist es eigentlich immer wieder dasselbe. Die Touristen sausen durch die Gänge, machen ein paar Fotos und dann sind sie wieder weg. Und an ihren Gesprächen kann ich sehr wohl erfahren, dass sie gar nicht so richtig wissen, was es ist. Aber es ist ein schönes Bild, es ist ein schöner Hintergrund. Noch schnell ein Selfie und dann ab in den Bus. Ich befinde mich jetzt hier im Kiosk Nummer 4 auf meinem Weg. Und ich kann wirklich nicht genug loben. Die Aussicht ist hier hervorragend. Man kann sich hinsetzen und in Ruhe alles bestaunen. Und dazu geht hier unten drunter ein zartes Lüftchen, was sonst nur im großen Säulensaal der Fall ist. Also Hochachtung. Und dieser Weg nun führt vom überdachten Kiosk hinunter zum Heiligen See. Er ist rollstuhlgerecht ausgebaut und das finde ich einen gewaltigen Fortschritt. Wenn rekonstruiert wird, dann macht man es natürlich richtig. Und selbst für die Leute vom Sicherheitspersonal wurden neue Unterstände geschaffen. Und auch an der Seite wird also bald die Metallabsperrung verschwinden und durch diese schicken neuen Pylone ersetzt werden. Über die Haltbarkeit dieser kleinen Absperrpylone lässt sich streiten. Denn die Anlage ist noch nicht mal richtig freigegeben. Da fallen schon die ersten Köpfe. Und während ich so stehe und zuschaue, stelle ich fest, dass immer wieder Personen sich wollen auf die Köpfe setzen, um ein Bild zu machen. Und natürlich sind die dafür nicht gedacht. Und die stürzen natürlich sofort ab. In der Zwischenzeit ist auch das neu eröffnete Café angenommen worden. Es ist zwar nicht massenhaft besucht, aber immerhin. Man findet Schatten, Cappuccino, Cola, Fanta, Sprite. Das ist okay. Während ich durch den Tempel von Ramses I. gehe, begegne ich einer Gruppe von Arbeitern, die mich recht herzlich zum Frühstück einladen. Aber ich gehe weiter in Richtung zum Tempel des Ptah, weil dort das letzte Mal große Grabungsarbeiten waren und ich möchte mal sehen, was sich dort geändert hat. Man kann sich wohl darüber streiten, ob das Grabungshaus, welches auf der großen Nilschlammziegelmauer in der Nähe vom Ptah-Tempel steht, ein künstlerisches Meisterwerk darstellen soll oder ob es sich um eine potthässliche Konstruktion handelt. Zumindest steht es erstmal da. Auf dem Areal ist in der Zwischenzeit nicht viel passiert und wahrscheinlich erst im Herbst, wenn es kühler wird, sind die Archäologen wieder zurück. Und es wird alles weitergehen. Musik.
den letzten Kiosk, den ich hier finde im Karnak-Tempel-Areal im Moment. Der steht unmittelbar vor der Nordmauer des großen Säulensaals. Und man hat auch hier wieder eine wunderbare Aussicht. Ich bezweifle nur, ob die Touristen sich die Zeit nehmen, wirklich mal innezuhalten und diese Aussicht zu genießen. Zumal es geht ein wunderschöner frischer Wind und das macht dann wieder Spaß, weiterzugehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei diesen Kiosken und den Unterständen auch für das Wachpersonal um eine Spende der Nationalbank von Ägypten. Zumindest sind an der Seite Hinweise auf diese angebracht. Man kann manchmal gar nicht so dumm denken, wie das Leben spielt. Als ich unter dem Sonnendach sitze und so vor mich hinschaue, kommt eine Gruppe mit einem Reiseleiter. Und nicht etwa, dass der Reiseleiter diese Gruppe in diesem Kiosk führt. Nein, er lässt sie davor stehen, denn für ihn ist es wahrscheinlich wichtiger, neue Reisepakete den Leuten aufzuschwatzen, als sie ein paar Minuten in der kühlen, frischen Luft ausharren zu lassen. Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht. Die Sache mit dem Container und den Abfallresten ist okay, aber es wäre besser gewesen, einen Container mit Deckel zu haben. Denn alles fliegt jetzt hier irgendwie weg, wenn der Wind kommt. Und Luxor ist ja dafür bekannt, dass hier immer der Wind weht. Also es ist noch nicht die Endlösung, aber es ist ein guter Beginn. Und man kann wie immer die Uhr danach stellen. Gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr kommen die Busse vom Roten Meer an. Und die Gruppen der Touristen strömen in den Tempel. Ja, es scheint so, als wäre wieder die alte Situation und alle Touristen sind wieder da, aber weit gefehlt. Man hört zwar ein paar internationale Stimmen mehr im Gewühl, aber ist es bei Weitem noch nicht die Resonanz, die einst mal in Ägypten vorherrschte.